Ich hab getroffen! Unglaublich! Aua, was treffe ich denn? Verdammt. Verdammt! Also wenn man, weil das hier so fehlerhaft sieht, sieht das echt stylisch aus, wenn ich so aus dem Nichts die Feuerbälle raushaue. Naja. Immerhin habe ich einmal einen kritischen Treffer hingekriegt. Abgeschworene Lederrüstung. Naja, kann sich hier anscheinend kein Hemd leisten. Aber er hat Eisenpfeile dabei, das finde ich sehr schön. Und nochmal Quicksafen. Also ich verstehe immer noch nicht das Problem. Wenn die hier den komischen Typen anbieten, geht das nur auf dem Berg da oder was? Wenn die einen Atommüll haben, sie hier überall stehen. Ah, würde mich gerade fragen, was hier passiert ist. Aber da oben ist ja tatsächlich was aufgegangen. Was sind das hier für Eiterbeutel? Das wird ja mal schlimmer mit den ihren Infekten hier. Das ist, wie langsamer sicher wird's. Ist ja doch relativ groß hier, muss ich sagen. Auch mal eine neue Art. Stil von Zwergenruine. Oha. Tür. Ich höre hier schon wieder Fallen. Nein, hier ist niemand. Na, verkackt. Aber Schießkunst verbessert sich echt schnell. Also. Oh, das sind wieder die Befallenen, die mehr aushalten. Oder auch nicht. Ich wüsste ja gern mal, inwiefern die befallen sind, wie sich das auswirkt, was das, ich meine, die sind ja, mir wurde ja schon gesagt, dass die irgendwie krank sind, aber ich habe keine Ahnung, wie sich denen ihre Krankheit darstellt. Also welchen Nachteil die davon haben. Alter, was ist denn hier los? Das waren keine anderen Zwergengruine bis jetzt. Alter Schwede. Also, das, die... Verdammt. Also, hä? Ach so, die prügeln hier beide auf Alela ein. Ich dachte gerade, die hauen sich gegenseitig. Dann hätte ich zwar ein bisschen gelacht, aber... Siehst du doch, Björn, die kotzen dich an, ja. Das kann ja wohl nicht alles sein, oder? Und ich dachte schon, die greifen sich gegenseitig an. Ach ja. Ach, da war die Platte. Mensch, die hab ich glatt übersehen. Ups, Alter. Oh, langsam geht's. Alter, also das ist. Also bis jetzt ist das die Abstand schönste Zwergenruine. Also von der Abwechslung und alles. Treffe ich den? Na komm, na komm, bleib stehen. Nee, da ist niemand. Jetzt gehört ihr mir. Ja! Aktion verloren. Immer diese Gewissheit, das ist ja... Ah, ihr habt schon verloren. Das ist ja so, als würde man irgendwie einen langwierigen Wettbewerb anfangen und am ersten Tag schon sagen, ja, wir haben Platz 1, wir sind die Sieger, wir gewinnen das hier auf jeden Fall. Aber diese arrogante Grundhaltung, ein bisschen Demut würde euch echt nicht schaden, Freunde. Ich meine, ich habe überhaupt keinen Auftrag, euch zu töten. Ich würde einfach an euch vorbeilaufen, wenn ich könnte. Kann ich nicht, weil ich mich nicht unsichtbar machen kann, weil ich den Unsichtbarkeitsspruch immer noch nicht kann. Aber naja. Oh Mann, viel zu schnelle Ladepause. Ladesequenzen. Ich wollte doch gerade nur kurz was gucken. Ja. Ah, Grimpf. Das stört mich jetzt ein bisschen. Das. Ach ja. Oh, ich war nicht hier. Ich war nie hier. Verdammt, ich glaube, ich wurde gesehen. Wie der Biss eines Flohs? Ey, der hat mich angespuckt. Also, ich habe irgendwie immer noch Angst, mich hier anzustecken. Giftschwan.
Plus 20 Giftschwaden, naja, okay, das klingt ab. Also Level 1 wäre das durchaus. Was? Hey, aufpassen? Ach so, weil ich ihn angerannt habe. Ja, eine der vielen Oblivion Bugs. Nicht wahr? Verdammt, jetzt habe ich gar nicht. Verdammt. Also entweder aktualisiert sich der Chat mal wieder nicht oder es schreibt keiner darin. Notiz eines Befallenen. Orchendo ist zum Aerodrom gegangen. Er glaubt, dass einige der alten Wärmemaschinen ihm dabei helfen könnten, mit unserem verdorbenen Fürsten zu sprechen. Ich glaube, der verdorbene Fürst ist ein Zergling. Habe ich so ein Gefühl. Ich glaube, ich mache kurz eine dreiminütige Toilettenpause. Verdammte Falle! Ich falle noch voll drauf rein! Nimm diesen Zwergen-Spinnenwächter und bäm, tot. Wärmekreise. Ich habe gerade gefährlicher Seelenstein gelesen. Oh. Alter. Entspannt euch mal, Jungs. Ruhig. Alles gut. Granatstein habe ich jetzt gesehen, habe ich aber keinen Bock, den normal anzuklicken. Ach ja. Ja, doch, doch. Sehr abwechslungsreich und hübsch, die Bude. Und darf man das mich hier durchschleichen? Oh. Oh, hat gerade Aela das volle Ding gefressen? Die scheinen relativ viel auszuhalten, sogar gerade was Magie angeht. So dass man dir auch gerne mal einen Feuerball auf den Pelz brennen kann, ohne dass sie gleich dabei umkippt. Aber ich habe Lydia ja auch mal nur getötet, weil die ganz doof. Oberer Bereich. Ja, genau, ich mach mal kurz eine kleine kurze Pause für den oberen Bereich. Also bis gleich. Mal auf Flo und so. So, Feinde? Nein, keine Feinde. Sehr gut. Alles ruhig. Oh, jetzt nur noch 6. Oh. Die Viewer. Die Wedi. Ist auch eine Zumutung. Das könnte man sich auch alles auf YouTube, / Burnout TV auch auf HD angucken. Meine. Ich wollte gerade sagen, ihr habt mich jetzt. Nein, lass mich so gut mit deinem komischen Zeug da. Das kann ich nicht oft genug sagen. Dass ich ein Bogenschießen nicht gerade nur. Oh, ich bin wieder gelevelt, das ist. Aber Ela ist gut im Bogenschießen. Die tötet hier immer. Na gut, ich bräuchte, glaube ich, Lydia wieder. Die ist mehr nach vorne gerannt. Die hat mal getankt, da kommt man noch mehr Bogen schießen. Weil so, der hatte zwei Eisenlöcher, zwei Stahllöcher dabei. Krass. Ich weiß, wo Hefnorak ist, in Briesenheim. Ja, das habe ich auch schon vermutet. Folge 168. Dann habe ich den Hefnorak bis jetzt mal übersehen, würde ich sagen, oder? Moment mal, Luca, du hast dir gerade alle Folgen von 156 oder so angeguckt bis 18. Alter, Respekt. Das sind 12 Folgen. Das sind 3 Stunden Videomaterial, was du da eben mal gesichtet hast. Das finde ich ist schon eine, das ist eine anerkennenswerte Leistung. Komme ich da hinten hin? Na, mal gucken. Hm, war ja klar. Ins Untergeschoss, war ich da nicht gerade? Stille Gänge hier auf jeden Fall. Ohne vom Eingang linkes Regal. Verdammt, da war ich doch dran. Ja. Was seid ihr denn? Oh. Also ich möchte noch mal kurz auf den unglaublichen Schaden hinweisen, den ich hier mache mit meinen Pfeilen. Also Ela macht irgendwie mehr Schaden, trotz offensichtlich schlecht. Ach nee, ich glaube, sie hat auch einen E-Merz-Bogen, insofern. Aber trotz 3000 mehr Stufen im Bogenschießen. Ja, okay. So, Magic haben wir wieder. Ah, komm. Ich habe gerade eine Steamer-Rungenschaft gekriegt. Meister. Und was denn? Ach so, weil ich Level 50 bin. Kann man noch mehr Level? Kann man noch ein höheres Level erreichen als 50? Also vieles spricht dafür, weil ich da oben schon ein Stück Erfahrungsbalken habe, aber. Oh, was verzaubern ist ja auch auf 96. Sollte ich vielleicht nochmal.
eine Runde leveln oder bezahlt leveln lassen, damit ich endlich meine Waffen mal mit zwei Verzauberungen verzaubern kann. So, jetzt aber weiter hier im Text. Ich musste doch, dass es auf ein Regal sein muss. Es war ernsthaft auf ein Regal? War ich denn vorhin komplett beballert und hat das nicht gesehen? Weil es hat sich das Ding mal wieder von alleine auf irgendeinen Boden geworfen. Weil... Ist er das da unten? Ach, ich versuch's einfach mal. Setzen. Ah, passt. Erstmal zaubern, das sind die richtigen. Boah, wie Aeda natürlich sofort erstmal die Position preisgibt. Ich stehe hier hinten irgendwie total versteckt und sie rennt erstmal nach vorne. Na. Ich hab's auch nicht gesehen, kann aber auch im schlechten Bild liegen. Ja, ich habe perfektes Bild. Und ich habe trotzdem nichts gesehen. Ich wette, ich hätte die gerade wieder ganz einfach töten können, indem ich hier einen Hebel ziehe, weil da oben war, glaube ich, einer, ob ich das richtig gesehen habe. Ja, hier ist ein Hebel. Wahrscheinlich explodiert da oben gleich alles. Naja. Hallo? So ein Beschiss! Ach nee, doch nicht. Was ist denn eigentlich für ein schönes Amphitheater? Wie komme ich da hoch? Ah ja, wir haben da noch... Achso, da ist ja auch eine Treppe. Eine Truhe. Gold, starkes Gift. Naja. Ayla hat viel die besseren Pfeile und du hast ungefähr die schlechtesten. Maximal-Level ist 81,5. Was ist das denn für ein Max-Level? Ja, ich kann ja gerne mal die Ebenerz-Pfeile nehmen. Dann habe ich 222 Stück. Aber ab. Ah ne, tetische Pfeile habe ich auch noch 37 Stück. Abgesponnene Pfeile sind die schlechtest? Stimmt, die machen relativ wenig Schaden, muss man sagen. Die tetischen machen 24. Warte mal, hat sie noch vielleicht noch welche? Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich weiß auch nicht, wie viel Schaden meine beschworene Pfeile machen. Das habe ich auch nie geschützt. Ah, sie hat noch mehr Ebenerzpfeile. Die nehme ich hier gleich mal weg. Vulkanlastpfeile, Elfenpfeile. Aber dafür kann sie gerne die abgeschworenen Pfeile wieder haben. Die sind eh nicht so pralle. Die edische Pfeile hat sie aber auch nicht mehr. Ach so, die Pfeilmacher-Pfeile sind auch nicht so cool. Na gut. Da ich ja eh die Pfeile eh nur verwende, um so geheim anzugreifen, ist, glaube ich, besser, wenn ich die guten Pfeile habe. In Morrowind gab es ja noch verzauberte Pfeile. Die gibt es jetzt ja leider irgendwie nicht mehr. Oder ich habe noch nie welche... Oh. Alter Schwede, das Ding ist ja auch ein Architekturwunder, diese Bude. Ja. Alter. Ich finde, der verzauberte Bogen macht mehr Schaden. Ich kann Bogen verzaubern? Die tolle Idee bin ich noch nicht gekommen, das sollte ich vielleicht mal tun. Hier regnet es, quasi. Aber mit schwerer Rüstung schleichen ist auch nicht jedermanns Sache. Zum Beispiel nicht meine. Ich glaube, mit diesem... Alter. Ist ganz schön groß hier. Muss man mal so sagen. Abgesponnene Pfeile oder Falmer-Pfeile machen am wenigsten Schaden. Ach, scheiße, na. Ich renne wieder sonst wohl. Ach, ist das schön. Ich stelle übrigens fest, dass Aeda gerade mal meine Position verraten hat. Ja, du. Oh, die halten ja schon was aus. Hör doch mal auf zu blocken, du. Oh, warum sie kämpft? Kämpft sie auch mitten? Ach, sie stimmt, sie hat ja mein altes Schwert. Also das, was ich selber verzaubert habe. Oh, jetzt wird's kompliziert. Moment, ich muss kurz was klicken. Ach so, war das gemeint. Mit Verzauber beschworen. Ja, weiß ich nicht, ob das... Ob der beschworene Bogen